Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese beiden Figuren, die euch durch meine Anfängerbücher begleiten. Es gibt in der Ölmalerei grundsätzlich zwei Arten, Farbe aufzutragen. Das eine ist der direkte Farbauftrag, wo man in einer Arbeitssitzung das ganze Bild fertigstellt. Man nennt das à la prima malen. Und die zweite Methode ist, das Bild in Schichten, vom Hintergrund in sehr dünnen Schichten bis zum Vordergrund in sehr dicken Schichten aufzutragen. Und das hat vor allem bei großen Formaten den Vorteil, dass man dadurch eine wesentlich größere Dreidimensionalität erreicht. Ich zoome euch jetzt mal hin an das Bild, das ich mitgebracht habe. Und da seht ihr vielleicht, oder ich hoffe, ihr seht, dass der Hintergrund sehr flach ist, weil die Farbe da ganz dünn aufgetragen ist. Und die Bäume, die habe ich in der dritten oder vierten Schicht gespachtelt. Und die stehen dann richtig über die Leinwand raus und bewirken einen ganz besonderen dreidimensionalen Effekt. Und wie man das Ganze korrekt macht, das zeige ich euch jetzt an einem kleinen Beispiel. Die Waldlandschaft, die ich heute mit euch malen möchte, die findet ihr auch in meinem Buch. Und das ist ein Waldstück bei mir in der Nähe am Buschenberg. Und es ist natürlich immer gut, wenn man das, was man malt, wenn man das auch in echt schon mal gesehen hat, weil man dann einfach ein anderes Gefühl dafür hat, auch für die Farben, die man dann verwendet. Und im Buch seht ihr auch Schritt für Schritt, wie das abgebildet ist, was wir jetzt miteinander machen. Und ich habe eine 30x30 Malplatte. Ich habe die mit Baumwolle bezogen und habe die schon mit Gesso grundiert. Und ich habe auch die Vorzeichnung, habe ich schon grob übertragen. Von den Bäumen her sind das alles Kiefern. Und Kiefern zeichnen sich dadurch aus, dass die bis relativ weit oben, dass die einfach nur Stämme sind und oben erst die Äste vom Stamm sich verzweigen. Und deswegen schaut es ein bisschen langweilig aus, wenn man eben nur diese Kiefernstämme hat. Und dann ist es halt ganz gut, wenn man vielleicht da ein bisschen eine Abwechslung schafft, dass man mal welche schräg macht, ne? Selbst wenn die nicht ganz schräg sind. Oder wie da diese kleine Buche, wo dann die Äste so quer durchs Bild gehen, dass einfach ein bisschen ein Gegengewicht geschaffen wird. Dann habe ich auch von der Komposition her versucht, so ungefähr den goldenen Schnitt einzuhalten. Das heißt, der Teil ist ungefähr 2/3 und das ist ungefähr 1/3. Das ist so die ganz grobe Vereinfachung vom goldenen Schnitt. Eigentlich sind es 5 Teile oben und 3 Teile unten, aber das geht mit den Dritteln genauso. Dann habe ich die Vorzeichnung mit einem Folienstift nachgezeichnet. Weil das Problem folgendes ist, wenn man das mit Bleistift zeichnet und geht jetzt dann mit Terpentin drüber, dann würde das Terpentin den Bleistift auflösen und dann würdet ihr die Zeichnung nicht mehr sehen. Ihr könntet natürlich zuerst die Imprimatur machen, also diese farbige Untermalung, und dann hinterher drauf zeichnen. Das ist immer so Geschmackssache, das müsst ihr selber wissen. Aber es hat einen Grund, warum ich das so mache, und das werdet ihr jetzt dann gleich sehen. Dann brauchen wir jetzt für diese erste Schicht brauchen wir Terpentin, dann brauchen wir ein bisschen gebrannte Siena, wir brauchen so einen breiten Borstenpinsel und wenn ihr dann möchtet, das seht ihr jetzt gleich, ob euch das gefällt oder nicht, wenn ihr möchtet, dann braucht ihr noch irgendwie so ein Baumwolltuch, kein Küchentuch, weil das wird sich aufrubbeln, sondern irgendein weiches Tuch. Genau. Ja, und was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir nehmen unser Terpentin und gießen uns ein bisschen was in den Deckel. Ganz wenig. Und dann verdünnen wir die gebrannte Siena ganz stark, dass das richtig wie so, ja, als praktisch wäre das Wasserfarbe, ne? Dass das so ganz, ganz dünn bloß wird. Und dann tragen wir das einfach großzügig auf die Vorzeichnung auf. Und bitte achtet darauf, immer wenn ihr mit Lösemitteln arbeitet,
dass der Raum gut durchlüftet ist. Und durchlüftet heißt, dass ihr nicht bloß irgendwo das Fenster offen habt, sondern dass man immer einen Durchzug hat, ne? Dass halt diese Dämpfe, dass die halt gut weg können. Und wenn wir damit fertig sind, machen wir auch das Glas bitte gleich wieder zu, dass da wirklich nur das, was unbedingt notwendig ist, in die Luft kommt. Man könnte diese Imprimatur auch mit Acrylfarben machen, aber das mit dem Terpentin hat den Vorteil, dass das länger feucht bleibt. Und für das, was ich jetzt mache, ist das ganz günstig, wenn das eben länger feucht bleibt. So, und jetzt nehme ich das Küchentuch und wische das gleich wieder aus. Mach den Deckel zu und das Küchentuch bitte hinterher in einem luftdicht verschließbaren Behälter unterbringen, so lange, bis ihr das halt entsorgen könnt. Oder aber ihr lasst das Tuch da liegen und wartet, bis das ausgetrocknet ist. So, und was man jetzt machen kann, ist Folgendes. Wenn der Malgrund dunkel ist und ihr geht mit heller Farbe drauf, dann kommt ja immer der Untergrund von unten durch und färbt praktisch die hellen Stellen mit. Und deswegen kann man jetzt, wenn man mag, kann man die Stellen, wo später der Himmel sein soll, der also relativ hell ist, kann man die wieder so ein bisschen rauswischen. Und dann sieht es jetzt beinahe so ein bisschen aus wie die Grisaille-Untermalungen, die ihr vielleicht schon mal bei der altmeisterlichen Technik, die ihr da vielleicht schon mal gesehen habt. Das kann man machen, das muss man nicht, aber wie gesagt, wenn ihr halt hinterher möchtet, dass diese Stellen sehr hell werden, dann ist das eine gute Methode, sich jetzt da zu behelfen. So, diese erste Schicht muss jetzt gut trocknen. Ich wische jetzt das auch noch ein bisschen weg, was da noch an Terpentin auf meinem Teller ist, dass halt möglichst wenig von dem Terpentin dann in der Luft ist. Das gebe ich in meinen Blecheimer. Ich habe da so einen blauen Blecheimer mit einem Deckel drauf. Und das Tuch, das Baumwolltuch, da muss man einfach warten, bis das halt trocken ist, bis das in der Luft ist. Oder ihr legt es raus an die Luft, das ist auch eine Möglichkeit. Dann geht es schneller. Das wird jetzt vielleicht so 2-3 Stunden dauern, bis das soweit ist, dass wir wieder drüber malen können. Ja, und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe mir jetzt die Farben auf meine Palette getan, die ich jetzt dann im Bild verwenden werde. Und zwar ist es Titanweiß, Cadmiumgelb, Cadmiumrot, Alizarin Krapplack, gebrannte Siena, Phthaloblau und Kobaltblau. Ihr könnt das Phthaloblau auch ohne weiteres durch Preußisch Blau oder Pariser Blau ersetzen. Das ist von der Farbe ungefähr ziemlich gleich. Und falls euch das Gelb zu sommerlich ist, könnt ihr das auch mit Zitronengelb ersetzen. Und jetzt mische ich mir als erstes mein Malmittel für diese unterste Schicht. Und nachdem die ja ganz weit hinten im Hintergrund bleiben soll, soll die ganz, ganz dünn bloß werden. Und ich mische die jetzt aus Leinöl. Gebe mir da jetzt ein bisschen was in meinen Behälter. Und aus dem Zitrusterpentin so ungefähr, ja, 2/3 zu 1/3 würde ich jetzt mal sagen. Und mischt euch wirklich immer nur das her, was ihr tatsächlich braucht, weil das Problem ist, dass das natürlich dann in den Behältern, dass das dann zu trocknen anfängt. Und wenn ihr gerade das Gemisch, ne, wenn ihr das dann länger da drin habt und schraubt es zu, dann vertrocknet oder dann schrumpelt das so ein und dann bringt ihr das nicht mehr raus. Also lieber die beiden Malmittel getrennt aufheben und die Mischung immer nur so wenig herstellen, wie ihr braucht. Ich stelle die jetzt dann auch weg, damit ich da oben jetzt dann das Bild einblenden kann. Und ich gebe da ein bisschen was in meinen Deckel. So, und dann habe ich jetzt Platz, dass ich da das Bild noch zeigen kann. Ich fange mit dem Himmel an und den mische ich mir aus Kobaltblau und ein bisschen Alizarin Krapplack und Weiß.
Und zwar nur für den oberen Bereich und zum Horizont hin wird der Himmel immer ja ein bisschen heller. Da gebe ich dann immer mehr Weiß dazu. Und da herüben, wo man so die Sonne ein bisschen durch die Bäume leuchten sieht, da wird der Himmel eben auch in die Richtung immer heller und immer weißer. Und das macht nichts, wenn er da ein bisschen in die Bäume reinmalt, weil die Farbe, die wir dann nehmen, die ist dicker und die deckt dann auf jeden Fall wieder drüber. Zum Horizont hin darf die Farbe dann auch ein bisschen kälter werden. Das heißt, wir mischen da in dem Bereich schon kein Alizarin-Krabblatt mehr mit rein, dass das einfach von der Farbe her kühler wird. Und für den Horizont braucht er im Endeffekt nur noch das Weiß dazu mischen, weil in eurem Pinsel immer noch genügend Blau drin ist, dass das auf jeden Fall mitfärbt. So, man sieht hinterher wahrscheinlich von dem Himmel sowieso nicht mehr viel, aber trotzdem würde ich das da so ein bisschen auflösen, dass da keine so harten Brüche entstehen. Wenn man nicht will, dass da so dunkle Stellen entstehen oder da so helle Stellen entstehen, dann muss man mit dem Pinsel immer in eine Richtung das Ganze wischen. Dann verwischt sich das gleichmäßig und halt dann immer dazwischen den Pinsel gut abwischen. Bei einem großen Format ist es einfacher, weil da hat man dann größere Pinsel. Da ist es leichter, diese Übergänge so sanft herzustellen. So, als nächstes kommt jetzt dieser Wald da hinten. Und der besteht zu größten Teilen so aus Fichten. Das ist so diese Monokultur, die man viele Jahre in Deutschland gehabt hat. Und die mische ich mir aus dem Phthaloblau und der gebrannten Siena. Und mit Weiß. Seht ihr schon, dann entsteht so ein grünlicher Ton. Und der ist relativ kalt und relativ blass. So, und diese Bäume, diese Fichten, da ist es ganz wichtig, dass er da jetzt nicht irgendwie so was gleichmäßig Hügeliges macht, sondern dass er von Anfang an versucht, solche Spitzen mit einzubauen, ne, dass man so das Gefühl hat, dass eben da spitzige Bäume sind. Auch das ist eine Schicht, wo man sowieso zum großen Teil auch mit den grünen Blättern dann drüber gehen. Also das muss nicht super genau sein, das kann so ganz leicht angedeutet sein. Es geht einfach nur darum, dass das eben relativ zackig ausschaut. Wenn ihr schon öfter Videos von mir gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich normalerweise sehr impressionistisch mal. Das heißt, mir liegt auch so dieses feine Verwischen, das liegt mir jetzt nicht so wahnsinnig. Ich mag es halt, damit ihr einfach mal seht, wie man das lösen kann. Aber ihr könnt es, wenn ihr Lust habt, alles noch sehr viel ausführlicher machen. Mir reicht es jetzt so. Und bloß, falls ihr euch wundert, es macht bei Landschaftsbildern überhaupt nichts aus. Vor allem, wenn ihr gebrannte Siena als Untermalung genommen habt. Oder wie ich das manchmal mache, wenn ihr eine rote Untermalung habt. Wenn da so kleine Lücken stehen bleiben, weil das nämlich von der Farbperspektive her gibt es dem Bild nicht nur Tiefe, sondern man hat eben auch immer so ein bisschen einen Komplementärton mit drin. Weil wenn man viel Grün in einem Bild hat, dann ist es immer gut, wenn man irgendwelche rötlichen Töne als Komplementärfarben dagegen hat. Und das kann auch eben in so kleinen Stellen sein, die so durch das Motiv durchschimmern. Gut, dann machen wir jetzt diese Buschreihe, die jetzt dann so als nächstes kommt. Die kann man immer noch mit dem Pinsel machen. Könnte man natürlich jetzt auch schon mit dem Borstenpinsel machen.
Müsst ihr immer gucken, wie euch das gefällt. Ich mache es jetzt mal mit dem weichen Pinsel noch. Und ich möchte halt, dass das sehr frühlingshaft ausschaut. Das heißt, ich nehme da viel Gelb und nehme auch Weiß dazu. Und ich tupfe das jetzt halt einfach mal so unregelmäßig auf. Und ihr seht schon mit dem weichen Pinsel, wenn man dann so auftupft, dann entsteht so ein bisschen der Eindruck, als wären das so Blattgruppen. Ne? So buschig schaut das Ganze halt dann aus. Das wird mit dem Borstenpinsel nicht ganz so schön, kann man aber auch probieren. Und diese erste Schicht auch bei den Büschen, das darf jetzt ruhig alles noch relativ flach bleiben, weil wir dann durch die zweite Schicht, wenn wir da jetzt dann nochmal drüber malen und nochmal Farbe auftragen, dann wird die schon vom Auftrag her, wird die schon dicker als die, weil die lassen wir so, auch den Himmel, das bleibt relativ flach und dadurch relativ weit hinten, aber da gehen wir sicher, wenn das getrocknet ist, gehen wir dann nochmal mit hellen und dunklen Stellen drüber und dann kriegt die Farbe automatisch durch dieses Aufeinanderschichten, kriegt die mehr Körper. Und die Bäume ganz am Schluss, die tragen wir dann ganz dick mit Farbe auf und dann hat man eben also dann hat man eben dieses Reliefartige, das ich euch vorhin in der Einführung gezeigt habe. So, für den Waldboden nehme ich jetzt aber auf jeden Fall mal schon einen dickeren Pinsel und den mache ich so aus gebrannter Siena mit ein bisschen Krapplack und Weiß. Und vielleicht dann auch gleich mit den anderen Farben, weil das ist immer ganz wichtig, dass man versucht, dass die Farben, die man im Bild verwendet, dass man nicht einzelne Bereiche hat, wo die vorkommen, dass man möglichst immer versucht, die überall im Bild ein bisschen unterzubringen. Das Krabbler haben wir da drin und das Phthalo-Blau haben wir da hinten und das nehmen wir jetzt ein bisschen in den Waldboden, so als würde sich das da alles drin spiegeln. In ein paar Stellen kann man auch vielleicht das Rot und das Gelb mit reingeben, dass das so ein bisschen beleuchtete Blätter werden. Aber so bei diesem ersten Farbauftrag jetzt bleiben wir insgesamt noch relativ dunkel und sparen uns die hellen Stellen dann zum Drübermalen auf. Aber eben trotzdem schon von der Farbe her ein bisschen unregelmäßig das Ganze, also nicht in einer Farbe anpinseln, weil das sieht nie gut aus. Und eine Frage, die ganz, ganz oft von Kursteilnehmern kommt, ist die, jetzt habe ich die Farbe verbraucht und jetzt bringe ich die gleiche Farbe nicht mehr her, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Und da braucht ihr niemals Angst haben, weil das Schöne in der Natur ist, dass dieser Waldboden ja ganz, ganz unterschiedlich ist. Das heißt, wenn der an manchen Stellen dann ein bisschen rötlicher wird oder wenn die Farbe dann ein bisschen mehr ins Orange geht, das macht überhaupt nichts aus. Solange das ungefähr das Gleiche ist, ne, solange ihr die gleichen Farben nehmt zum Mischen, darf das, seht ihr das, darf das ruhig mal heller sein, mal dunkler sein. Das ist im Gegenteil, ist es sogar besser, weil dann das Bild automatisch lebendiger ausschaut. Seht ihr das? Ich habe jetzt eine völlig andere Farbe. Das ist so ein bisschen grau. Aber sobald ich das wieder überall so ein bisschen mit reinmische, merkt man das gar nicht mehr und man glaubt, das gehört sich so. Also keine Sorge haben, wenn die Farbe jedes Mal ein bisschen anders ist. Und das Einzige, wie gesagt, was ihr echt vermeiden sollt, das ist, dass ihr das jetzt gleichmäßig in irgendeiner Farbe anpinselt. Weil man sich dann hinterher echt schwer tut, dass man dann wieder so einen strukturierten Untergrund kriegt. So, ich deute die Steine gleich noch ein bisschen mit an. Da mische ich mir so ein Grau, ein dunkles Grau. Wieder möglichst aus den Farben, die ich im Bild verwende, dass auch das Grau von der Farbe her dazu passt.
Genau, und jetzt mache ich dann als nächstes die Bäume. Und bei den Bäumen ist es so, dass die weiter hinten sind, dass die von der Farbe her wesentlich blasser sein müssen als die vorne. Das heißt, ich mische jetzt in die hinteren Bäume, die male ich jetzt wieder mit meinem Haarpinsel. In die hinteren Bäume mische ich relativ viel Weiß mit. Ich mische mir da jetzt so einen bläulichen Farbton. Und bei den Bäumen gilt das Gleiche wie beim Waldboden. Die müssen nicht alle die gleiche Farbe haben. Also die können mal bläulicher, mal grünlicher ausschauen. Das macht überhaupt nichts aus. Ihr müsst einfach immer dran denken, wir wollen kein Foto machen, also wir malen nicht fotorealistisch, wo man dann einfach das Foto halt wirklich sklavisch abmalt, sondern wir versuchen das zu interpretieren. Und da kann man mit der Farbe, kann man da auch spielen. Das heißt, ich könnte jetzt da auch ganz blaue Bäume machen und das würde auch gut ausschauen. Und das ist halt das Schöne an der Malerei, dass ich da auch sehr frei bin. Ja, und jetzt kann man da hinten noch eine ganze Reihe von so ganz, ganz dünnen Bäumen malen. Und dazu muss ich aber jetzt das umdrehen, weil das wahnsinnig schwierig ist, wenn ich das im Liegen malen soll. Das ist für mich echt schwierig, weil man sowas normalerweise an der Staffelei macht. Und da geht es einfach leichter. Genau, die können entweder so aus diesen Büschen rauswachsen oder man kann sie noch ein bisschen weiter runterziehen. Je nachdem, das können wir uns immer noch überlegen, wenn wir dann jetzt beim Bild weiter voranschreiten. So, und jetzt mache ich noch diese drei Stämme, die so weit im Vordergrund sind. Und die lege ich jetzt ganz, ganz dunkel an. Und auch von der Farbe her schon relativ dick. Und Kiefern, das wisst ihr vielleicht, die haben so ein bisschen einen leicht rötlichen Ton. Deswegen verwende ich für die Kiefern im Vordergrund, verwende ich auch viel von dem Krapplack. Und ich mische in meinen dunklen Farbton ein bisschen was von dem Cadmiumrot mit rein, weil Cadmiumrot und Phthaloblau, das gibt so einen fast schwärzlichen Farbton. Die bleiben natürlich auch nicht so dunkel, sondern die werden genau wie der Waldboden auch, die werden dann von dunkel nach hell aufgebaut. Wobei hell bei den Kiefern, die jetzt im Schatten stehen, relativ ist. Da werde ich den Schatten mit so bläulichen Tönen aufhellen. Gut, in dem Zustand kann man das Bild jetzt mal trocknen lassen und dann kann man das langsam von unten nach oben immer dicker und immer heller aufbauen. So, mein Bild ist jetzt trocken, das ist jetzt 3 Tage bei mir gelegen. Ich habe gesehen, es gibt vielleicht noch ein paar Stellen, wo es so leicht feucht glänzt. Ich hebe das mal so ein bisschen an. Vielleicht könnt ihr das dann auch sehen. Aber normalerweise, wenn man drüber malt, sollten wirklich alle Stellen schon stumpf jetzt ausschauen und halt trocken sein. Dann habe ich mir die Farben wieder aufgefüllt. Und nur, dass ihr euch nicht wundert, das ist nicht meine normale Palette. Das ist so ein Überrest aus der Kunstschule. Wenn wir mit Acryl malen mit den Kindern, dann vermale ich hinterher das Acryl auf dem Pappteller und dann sind es halt immer so kleine Paletten für so kleine Bilder. Genau, und jetzt wollen wir uns also um den Mittelgrund kümmern von unserem Bild und da möchte ich euch jetzt ganz kurz auf diesem kleinen Muster mal Möglichkeiten zeigen, wie man die Blätter darstellen kann, weil das natürlich jetzt auch wieder ganz persönliche Sache ist, wie man
halt diese Blätter auffasst, sieht man da große, grobe Flecken oder möchte man das Ganze eher feiner, detailreicher? Da kann man eigentlich auch nicht sagen, was ist richtig, was ist falsch, sondern das muss man einfach selber probieren. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal, welche Möglichkeiten das es gibt. Und zwar, das ist so mein Lieblingspinsel, das ist ein Schrägpinsel. Den habe ich mir selber aus einem Borstenpinsel geschnitten. Und da ist der Farbauftrag, der ist halt grob. Aber was mir halt gefällt, ist, dass da so unterschiedliche Farben auf dem Pinsel, wenn die drauf sind, dass das halt so ganz unregelmäßige Flecken gibt und ich mich da ums Mischen gar nicht zu bekümmern brauche. Das wäre die eine Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man so einen Fächerpinsel nimmt. Wenn ihr schon mal Bob Ross angeschaut habt, kennt ihr das bestimmt. Das ist so dem sein Lieblingsinstrument gewesen, gerade wenn es um Fichten geht oder um irgendwelche Nadelbäume. Aber man kann das auch, wenn man das seitlich nimmt, kann man den auch für Blätter nehmen. Und man kann halt ganz schön so Blattgruppen darstellen und halt auch wieder auf dem Pinsel schon gleich die unterschiedlichen Farben haben. Dann braucht man mit dem Mischen, hat man da gar nicht so viel Arbeit. Also das wäre jetzt zum Beispiel was, das könnte man da hinten mit dem Mittelgrund machen. Dann, wer sehr viel feiner arbeitet, der kann sich auch einen weichen, einen Synthetikpinsel nehmen und kann halt wirklich so ganz kleine Stellen nur machen. Das bietet sich vielleicht an, wenn man im Vordergrund so an ein paar Stellen immer so einzelne Blätter rausschauen lässt. Oder aber, und das ist auch meine Methode, man beschränkt sich wirklich auf die großen Flächen und arbeitet halt dann sehr breitflächig und dann schaut das Ganze sehr grob aus. Das ist so der typisch impressionistische Stil, dass man eben das Ganze malt, als würden da, als würde man die Augen so zusammenkneifen, kennt ihr das? Und man sieht dann nur irgendwie solche Farbflecken im Endeffekt. Wie gesagt, das überlegt ihr euch, was euch da am besten gefällt. Ich mag es halt jetzt so, wie ich das immer mit meiner Handschrift mache. Also ihr könnt es wirklich so machen, wie ihr das gerne möchtet. Ja, ich fange an mit dem Mittelgrund, mit dieser Buschgruppe da hinten. Da werde ich jetzt oben überall nochmal heller drauf gehen, unten ein bisschen dunkler. Und ich werde jetzt dann auch beim weiteren Malprozess nicht mehr so viel erklären, weil das im Endeffekt sich immer selber erklärt. Und nur von der Farbmischung her nochmal, versucht bei den Grüntönen auch immer das Kobaltblau immer wieder mit einfließen zu lassen oder auch das Krabblack oder die gebrannte Siena, dass einfach immer wieder die Farben sich überall im Bild wiederholen. Das ist eigentlich so die einzige Regel, die man beachten sollte. Da, wo die Sonne so durch die Bäume scheint, da ist das Weiß noch ein bisschen sehr dünn und das mache ich jetzt noch mal ein bisschen stärker und mache das auch so ein kleines bisschen gelblich, dass das mehr so, ja, ein bisschen mehr so ausschaut, als ob da die Sonne scheinen würde. Und jetzt mache ich auf den Bäumen im Mittelgrund, mache ich überall die Licht- und Schattenseite noch mal ein bisschen nach. Und da nehme ich einen Schlepperpinsel oder einen feinen Haarpinsel dazu. Da muss auch nicht die ganze linke Seite jetzt ganz dunkel werden, sondern das kann so ganz unregelmäßig sein, ne? So wie so ein vorübergehender, flüchtiger Eindruck. Und je näher die Bäume dann herkommen, ne, diese Bäume da so im Mittelgrund, da darf der halt Dunkelkontrast darf jetzt noch stärker werden. Ganz hinten bei den Bäumen muss er sehr flach sein und je weiter man herkommt, desto stärker muss der halt Dunkelkontrast werden, weil das dann die räumliche Tiefe schafft.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz meine Zeichnung ins Bild bringen, ohne da jetzt irgendwas zu verschmieren. Bloß, dass ich euch daran erinnern möchte, dass ich als Gegengewicht zu den vielen geraden Stämmen ja bei der Vorzeichnung schon diesen Baum gehabt habe, der sich da so ja, quer durchs Bild zieht letztendlich. Der ist auf dem Foto natürlich nicht so da, aber den habe ich einfach als Kompositionselement dazu erfunden und den muss ich halt jetzt einfügen. Der soll jetzt da hinter dem Baum, soll der praktisch so quer durchs Bild gehen. Den konnte ich aber jetzt erst anlegen, weil ich den jetzt über die anderen drüber malen muss. Weil sonst hätte ich jetzt diese ganzen Striche runterwärts, hätte ich jedes Mal unterbrechen müssen. Und das ist einfach vom Arbeitsvorgang her, ist es halt praktischer so. Ja, und das ist eine Buche. Die haben von der Stammfarbe her, sind die mehr so ein bisschen grünlich. Und der soll halt jetzt einfach da hinter dem Baum so rauswachsen. So, und bevor wir aber jetzt diese Blätter im Mittelgrund alle aufbringen, müssen wir zuerst noch die drei Hauptpersonen im Bild malen, weil wenn ich jetzt da die Blätter hermale, und ich dann hinterher versuche, den Stamm zu gestalten, habe ich ein kleines Problem. Also mache ich zuerst die drei jetzt fertig und dann kann man die Blätter drüber legen. Und für diese Kiefern, die so nah da sind, muss ich mal wieder was ins Bild holen. Kiefern schauen von der Rinde ungefähr so aus. Ja? Und deswegen ist es auch, also da bricht praktisch außen die Borke, die bricht so auf. Und man hat dann innen drin so diese tiefen Furchen. Und deswegen ist es gerade bei den Kiefern günstig, wenn man zuerst das ganz dunkel macht, ne, und das relativ flach bleibt. Und wenn man dann diese Borken ganz dick aufbringt, ne, die macht man jetzt dann heller. Und dann schaut es automatisch so aus, als würde das nach innen gehen. Also dann wären diese drei Stämme richtig dreidimensional. Und das können wir jetzt entweder mit sehr dicker Farbe machen, oder aber man kann dann den Spachtel dazu nehmen. Das ist Geschmackssache, das müsst ihr probieren. Ein Spachtel ist sowas, das ist ein Gummispachtel, den mag ich sehr gerne, den gibt es in verschiedenen Formen. Und mit dem zeige ich euch jetzt dann gleich, kann man halt solche Sachen wunderbar formen. Aber ich bringe jetzt da erstmal ganz dick meine Farbe auf, so wie ich euch das gerade gesagt habe. Und weil die ja im Schatten sind, ne, weil da jetzt die Sonne nicht mehr hinscheint, nur auf dem so ein bisschen, ist das jetzt eigentlich alles Schattenfarbe. Das heißt, ich mische mir jetzt eine kalte Farbe mit dem Grablack, dem Phthalo-Blau und dem Kobaltblau. Und vielleicht ein bisschen weiß, damit es so ein bisschen grau ausschaut. Im Endeffekt können da alle Farben drin vorkommen, die wir im Bild sowieso schon benutzt haben. Ich versuche halt jetzt durch den Pinselstrich diese Borken zu imitieren. Und so das ganz typisch Impressionistische, das sind ja immer diese blauen Schatten. Das gefällt mir einmal recht gut. Das bringe ich da auch mit unter. Und da könnt ihr halt jetzt, wenn euch das gefällt, könnt ihr den Spachtel nehmen, das ist jetzt ein dünner Spachtel, und könnt es noch ein bisschen so glatt formen, dass das nur ein bisschen borkiger ausschaut. Und das dürfen aber dazwischen immer so diese dunklen Stellen von vorhin, die dürfen da gerne stehen bleiben, dass, wie gesagt, das Ganze dreidimensional ausschaut. Als nächstes mache ich jetzt den Waldboden, dass ich wieder vom Licht- und Schattenverhältnis her, dass ich ungefähr weiß, wo ich stehe, weil ich auch die Blattgruppen im Mittelgrund erst dann anlegen kann, wenn ich die halt Dunkelheiten von den meisten Bildteilen richtig angelegt habe.
Und ich versuche halt jetzt so in dem Bereich da hinten, wo die Sonne so ein bisschen durchscheint, versuche ich das Ganze halt jetzt sehr hell zu machen, sehr warm zu machen, mit Alizarin Krabblack, Gelb und Weiß. Und immer halt schauen, dass das alles ein bisschen unregelmäßig wird, nur dass ihr nicht überall die gleiche Farbe habt. Und ihr seht schon, dadurch, dass da die dunklen Stellen stehen bleiben, meint man jetzt, dass eben Blätter so übereinander liegen. Und das ist halt das Gute an der Schichtenmalerei. Das erreicht man jetzt mit der à la prima Malerei nicht in dem Maß. Da, wo die großen Bäume dann einen Schatten werfen, machen wir die Farbe auch hell, aber die muss ein bisschen kühler vom Farbton her sein. Und deswegen nehmen wir da vor allem das Alizarin Krabblack und vielleicht ein bisschen Kobaltblau dazu, dass das so ein helles Violett wird. Nachdem ich den Waldboden jetzt so ziemlich angelegt habe, mache ich jetzt noch die Steine. Das Moos auf den Bäumen, das kann man, glaube ich, erst machen, wenn das Ganze wieder trocken ist. Das würde ich mir jetzt bis ganz zum Schluss aufheben. Die Steine, die sind so, ja, so leicht gräulich, grünlich, bläulich, aber die müssen halt jetzt ein ganzes Stück heller werden, dass man noch erkennt, dass das eben Steine sein sollen. Bei denen ist es auch so, die sind meistens, wenn die im Wald liegen, sind die so bemoost. Und dieses Moos mache ich dann am Schluss drauf, wenn ich eben das bei den Bäumen auch mache. Und damit die sich vom Waldboden abheben, mache ich da so einen ganz dunklen Rand, da unten her, dass man halt sieht, wo die so von Blättern bedeckt sind. Gut, und jetzt mache ich halt so noch die Blattgruppen so im Mittelgrund und dann muss das Bild wieder trocknen und ganz am Schluss erst machen wir dann die Blätter da drüber und die Blätter, die da so drüber gehen und halt vielleicht noch die Kleinigkeiten am Waldboden. Und wie gesagt, eure Bildauffassung von Blättern, völlig okay, wenn ihr das ganz anders macht als ich. Ich mag es halt so fleckig, weil das meine Art zu malen ist. Aber wenn es euch nicht gefällt, probiert einfach alles Mögliche aus. Da seid ihr ja völlig frei. Das mache ich erst später drüber. Das traue ich mich jetzt nicht, weil das hält mit Sicherheit nicht. Und ich versuche auch da bei den Grüntönen jetzt zu variieren. Die sollen zwar kräftiger sein, also leuchtender als die Farben weiter hinten, aber man kann trotzdem auch die Farben immer wieder auch aufgreifen. Jetzt lassen wir es wieder so, lassen wir es wieder trocknen. Und wenn das vollständig durchgetrocknet ist, das wird jetzt wieder, ja, denke ich mal, so 3-4 Tage dauern, dann können wir diese vorderen Blätter noch drüber legen und dann können wir nochmal schauen, halt dunkel, wo muss man noch nachbessern, ne, wo muss man die Kontraste vielleicht noch verstärken oder wo muss man es zurücknehmen, wo kann man eventuell noch Farbe anbringen und dann stellen wir das Bild im letzten Arbeitsgang fertig. Das Bild hat jetzt wieder Zeit gehabt zu trocknen, insgesamt 4 Tage. Und ich habe jetzt für meinen letzten Arbeitsgang mir schon alles hergerichtet. Ich wollte euch bloß das zeigen, nur damit ihr halt seht, warum die Farben jetzt nicht ausgetrocknet sind. Und das, was ich jetzt noch mache, ist an und für sich selbst erklärend. Das heißt, ich werde jetzt in dieser letzten Phase den Zeitraffer anschalten und nichts mehr erklären, weil das wirklich jetzt nur noch Feinheiten sind und ich wollte euch halt zuschauen lassen. Und als erstes lege ich jetzt überall die Blätter im Vordergrund drüber. Da nehme ich jetzt einen kleineren Pinsel, dass ich da vorne halt auch ein bisschen so kleinteilige Blätter habe und auch da. Und dann mache ich noch das Moos so auf die Bäume und verstärke da vielleicht die Kontraste noch ein bisschen. Und dann bin ich eigentlich fertig. Und bei den Blättern ist es genauso wie bei allen anderen Sachen auch. Im Vordergrund müssen die Kontraste zwischen hell und dunkel jetzt größer werden und deswegen mische ich mir da jetzt auch ein ziemlich dunkles Grün für diese kleineren Blätter im Vordergrund. Zum Verdünnen habe ich in der Schicht nur noch reines Leinöl und ich nehme da auch nur ganz wenig, weil da die Farbe eben ziemlich dick werden darf.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr konntet was lernen und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis bald!